Ich glaube es gar nicht. Ich kann es nicht glauben. Aber wir sehen gerade Menschen. Wir sehen gerade Menschen. Wir haben Arche Vita erreicht. Wir sind von Sarah und Ryan abgehauen im letzten Part. Wir haben nun Arche Vita erreicht. Und hier ist grün. Wasser fließt hier. Und vor allen Dingen Menschen. Wir sind da. Hallo? Ackerbau vielleicht hier? Hallo, hallo, hallo. Krass. Hallo? Oh mein Gott, ey. Das sind nicht gerade wenig Menschen. Das heißt, die Chance besteht, dass Isaac so überlebt hat. Ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass wir überhaupt noch Überlebende finden. Nach den ganzen Sachen mit Homeward und Outward. Haben sie es dann doch hier geschafft, ein Ökosystem aufzubauen, dass man hier im Frieden leben kann? Outward. Das ist das Zeichen von Outward, okay. Das heißt, vielleicht ist Isaac immer noch Thema Outward. Jetzt, wo Cassie dann da ist und Claire nicht mehr lebt, wird es schwierig, dass die Arche zurück zur Erde kommt. Ist Isaac hier? Isaac Johansson? Er lebt. Er lebt. Erlebt. Was bist du groß? Mein Gott, du bist so groß geworden. Nach so vielen Jahren die Wiedervereinigung. Krass, was sie hier errichtet haben. Die Nachricht kam an. Ja. Das Einzige, was durchkam, war das erste Wort. Mondbär. Unfassbar, wie groß du jetzt bist. Ich hätte alles gegeben, um... Isaac, hier Conrad. Hallo. Der Kohlenstoff ist knapp. Wir brauchen noch etwa 1000 TCN von Habitats für den Vita-Ausdruck. Also... Es tut mir echt leid. Odem sinkt sehr schnell. Miyoshi und ihr Wasserstoff haben Priorität. Ich genehmige euren Kohlenstoff für die nächste Lieferung. Jill kümmert sich drum. Okay, danke. Genehmige die Anfrage, Argus. Alles friedlich, Herr. Läuft es hier ab? Ja. Ich habe ihn mitgenommen nach... Sind das die einzigen Überlebenden? Ja. Ich wollte, es gäbe mehr, aber es... es war ein übler Tag. So viel Trauma. Die Spaltung. Die Gewalt. Seit diesem Tag sind unsere Energieressourcen äußerst knapp. Nur ein Überfluss an Sauerstoff bekommen wir nach wie vor von Habitas. Ansonsten müssen wir abwägen, was wir mit unseren Ressourcen tun können. Und das ist, ist schwierig. Doch bisher funktioniert es. Es ist so wunderschön hier. Fast schöner als auf der Erde. Ja.
Ja. Die anderen Leute, sie sind nicht so erfreut, dass ich da bin, oder? Nein, so ist das nicht. Sie wussten nichts von der Nachricht an dich. Und haben wohl nicht erwartet, je wieder jemand anderen zu sehen. Oh. Okay. Ist sehr interessant. Geht's jetzt hier weiter? Ja. Ich weiß, da war noch was zum Scannen, aber es ist jetzt egal. Viel wichtiger ist, dass wir jetzt hier mitgehen. Ich möchte dir etwas zeigen. Ich habe lang gebraucht und mehr Ressourcen verwendet, als mir lieb war, aber ich konnte es halt nicht lassen. Okay, da bin ich jetzt gespannt, was da jetzt ist. Ein Haus. Dad. Mir fehlen die Worte. Das ist das Haus wie auf der Erde. Sieh dich doch mal um. Wenn genau. Du dich umgesehen hast, habe ich in der Küche eine Überraschung für dich. Ist das Haus nicht die Überraschung? Nun, ja und nein. Das ist exakt dasselbe Haus. Ich will jetzt nicht so viel Rummel drum machen. Vielleicht gefällt sie dir ja gar nicht. Sieh dich also ruhig erst weiter um, wenn du möchtest. Okay, wir sehen uns erstmal um. Krass. Hier haben sie sich im letzten Part versteckt, als die Mutter gestorben ist. Und hier oben, die ganzen Zimmer. Krass. Wird gerade hier noch ordentlich gebaut. Auch ein Chatverlauf ist hier. 2069. Isaac und Stanley. Hi Isaac. Isaac, gute Neuigkeiten. Überwachungsteams haben den alten Standort des Wohnprojekts komplett leer gefressen. Sie sind jetzt unterwegs. Es ist noch mehr, als wir gedacht hatten, obwohl die Staubstürme viel von dem Metall an der Außenseite unbrauchbar gemacht haben. Gut, ja klar. Darf ich fragen, ob alles in Ordnung ist? Du hast die letzten Monate so zerstreut gewirkt. Ja, gut. Womit kann ich behilflich sein? Gerade in der Sorge, bin nur beschäftigt, wie alle anderen auch. Wenn mit der Produktion alles geklärt ist, lass mich wissen, wo der nächste Überwachungspunkt ist. Klar doch. Okay. Sehr interessant. Und ich habe mal wieder einen Erfolg bekommen. Lesen ist elementar. Ich kriege jetzt andauernd Erfolge. Warum? Sonst die letzten Parts gar nicht. Und im letzten Part hat es angefangen mit hoffenweise Erfolgen. Die anderen Räume sind hier noch komplett zu. Da haben wir was. Zum Angucken. Marsman. Ausgabe 7. Konvergenz. Autor Konrad van Schaik. Illustration Amira Torka. Okay. Das notiere ich mir. Und wieder ein Erfolg. Habe ich jetzt irgendwie aus Versehen auf Erfolge angemacht? Aber ich habe gar nichts an den Einstellungen geändert. Also wirklich rein gar nichts. Ganz normal. Epic Launcher startet, das Spiel startet. Aber mehr auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Und ihr seht halt nicht die Erfolge, weil das vom Aufnehmen her nicht so eingestellt ist. Beziehungsweise nicht so geplant war. Okay. Gut, wir gehen jetzt mal zur Küche. Wir haben uns ja hier hier ist ja auch noch ein Zimmer. Aber alles hier noch im Rohbau. Gut, von hier aus geht's ja auch zur Küche, genau. Also, was ist jetzt die Überraschung? Oh, ich hab da vielleicht übertrieben. Hier ist sie. Mondbär. Ich weiß, du bist zu alt für Spielzeug, aber den hab ich gemacht. Aus Holz, das hier wächst. Schau, von dort drüben. Ich brauchte ihn halt einfach. Als Andenken an dich. Er ist sehr fragil, also bitte sei vorsichtig. Geht schneller kaputt als die von früher. Was denn? Magst du ihn nicht? Ich weiß, was hier los war, Dad. Die Hologramme. Und was du getan hast.
Ja. Okay. Dann. Hältst du mich wohl für ein Monster? Das nicht. Ich verstehe das schon. Ich denke oft dran. Jeden Tag. Ich dachte nicht, dass ich dich je wiedersehe. Ich wollte mich raushalten. Ich habe im Leben so viel falsch gemacht und... Aber... Damals... musste ich sie beide stoppen, bevor hier alles aus war. Warst du etwa gegen Rosa und Homewood? Wolltest du denn nicht zu uns nach Hause kommen? Das ist kompliziert. Aber du bist hier. Jetzt bist du hier und ich lasse dich nie wieder aus den Augen. Hier bist du in Sicherheit. Ich beschütze dich. Versprochen. Dad, ich... Wir sind gekommen, um dich zu retten. Hörst du? Mich retten? Dich zur Erde zu bringen. Du willst mich zurückbringen? Aber... Deswegen habe ich die Nachricht nicht geschickt. Ich habe sie geschickt, damit du hierher kommst. Was... Was machst du dann hier? Zurück auf die Erde. Sie werden... Was war der Plan? Was war der Plan? Ich weiß nicht. Sie ist hin und her gerissen. Aber Dad, wir müssen die Archen mitnehmen. Zur Erde. Die Kolonie ist trotzdem stabil. Sie funktioniert für uns alle. Ich tat das auch für dich. Schwierige Situation. Hör mir jetzt bitte gut zu, Mondbär. Die Menschheit zerstört die Erde. Die Archen bestimmt auch. Sie gehen dann an die reichste oder stärkste Nation. Das darf... Schau, was wir vollbracht haben. Die Mondbasis. Outward. Und die Erde retten will niemand? Isaac, hier Amira. Bitte komm. Ja, Amira. Der Habitas-Rover ist zurück. Nur treffen wir uns gleich auf der Savannenterrasse. Was ist da jetzt los? Ich bin gleich dort. Warte bitte hier, ja? Ich erkläre alles. Versprochen. Was ist jetzt wichtiger als das hier? Was soll jetzt da bitte schon wichtiger sein? Cassie, ich hoffe, du bleibst deiner Linie treu, dass du da jetzt belauschst, so wie du schon bisher immer gemacht hast. Ich will wissen, was da besprochen wird. In Sachen Belauschen bist du doch Expertin.
Wer steht denn da jetzt? Wer ist das? Hä? Die sind wieder weg? Oder waren das Claire und die Mutter? Als Geister so gesehen. Sarah? Wie bist du? Schnell, verstecken wir uns. Sie kommt zurück, gibt's ein Versteck? Schnell. Wie kam Sarah jetzt hierher? Hä? Beeilen wir uns. Was? Okay, mit Sarah habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir müssen uns verstecken. Ja gut, bestes Versteck ist natürlich das hier. Schnell. Lasst mich das mit Kathy besprechen. Kathy? Kevin war sich sicher, Isaac. Es ist Sarah Baker. Sie muss mit unserem Rover hergekommen sein. Kathy? Wie wissen Sie, wo wir sind? Wie haben Sie uns gefunden? Sie ist weg. Was? Kathy ist weg. Wo ist sie hin? Ich weiß nicht. Findet sie. Bitte. Jetzt. Unison, meine Tochter und der Eindringling sind weg. Verschließt den Eingang. Durchsucht die Kuppel vollständig. Findet sie. Oh. Alles okay? Schon gut. Gehen wir. Okay. Sarah, was ich getan habe, ich weiß, es war... Ich hab alles gehört. Hab ja auch eine, siehst du? Wir müssen zurück zu Habitas, hier wimmelt es nur so vor. Leute, bei mir wird die Lage etwas brenzlig. Ja? Ja, die Kolonisten sind sauer, weil du den Rover geklaut hast. Sie suchen einen Weg rein. Okay. Ich habe den Streampunkt vom Aufzug gekillt und Barrikaden aufgebaut. Pass auf, ja? Ihr müsst wieder zurück, sonst hindern sie uns dran, hier wegzukommen. Ja, wir stehlen noch einen Rover und meiden zigtausend Kolonisten. Wir müssen weiter zur Arche Vita. Ryan, leite Habitas Strom zu Vita um und mach uns startklar. Wir machen uns jetzt auf den Weg dahin. Wir ziehen es durch? Okay, verstanden. Ich gehe zum MPT-Terminal. Seid beide vorsichtig, okay? Ich hatte einen Weg gesehen. Alles okay? Ja. Es geht. Los, komm. Die Verletzung macht ihr immer noch zu schaffen. Mir nach. Cut, jetzt. Aber ich glaube, es ist vielleicht auch das, was Cassie jetzt gebraucht hat. Ein Wegweiser, so gesehen. Weil sie gerade so hin und her gerissen war. Aber die Frage ist, wird das Cassie jetzt bis zum Ende durchhalten und auch machen? Schnell, jetzt! Den Biodrucker doch nicht so lange allein lassen. Jemand muss zur Arche zurück und Cat, wenn wir sie nicht finden, haben wir größere Probleme. Los gehen wir. Wohin muss ich? Was muss ich machen? Muss ich die Startsequenz auf was machen? Nee, ich kann mich nicht mehr bewegen. Lüft es rein. Okay. Aber wir sind ja noch nicht in der Arche drin. Okay. Ich warte bitte kurz. Oh. Meinst du, diese Anlage führt zur Arche? Sieht so aus, ja. Ob wir wohl so ganz ohne weiteres da reinkommen? Was ist da? Überprüf mal, ob du reingehen kannst. Eher nicht. Das habe ich befürchtet. Vielleicht gibt's einen anderen Weg. Da wäre noch ein Wartungsschacht. Ist vielleicht ein Umweg, aber... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr Umwege aushalte. Vielleicht kann ich sie irgendwie ablenken. Nur wie? Gute Frage. Mit den Kisten da? Damit. Das ist der Pumpenregler für den Sauerstoff, der von Habitas zugeleitet wird. Ja, stimmt. Und? Sieh mal. Jemand trägt einen Druckanzug. Wenn ich den Regler kurz abschalte, müssen sich alle einen Anzug suchen oder in Sicherheit bringen. Während sie damit abgelenkt sind, könntest du reingehen. Ich komme durch den Wartungstunnel unbemerkt zur Anlage. Kathy, ich weiß nicht so recht. Treffen wir uns beim Eingang. Okay. Viel Glück. Viel Glück.
Oh mein Gott. Schnell hier durch. Also das... Die Dynamiken hier ändern sich... Die Pläne ändern sich hier so schnell. Eieiei. Oh. Was? Isaac? Ich glaube, die Bewohner sind jetzt auch gegen Isaac. Weil Isaac so gesehen die Bewohner verraten hat. Wir müssen sie am Terminal abschalten. Okay, krass. Ich hoffe, dass du eine dieser Frequenzen mithörst. Mondbär, bitte lauf nicht davon. Doch. Wir sind so nah dran, hier alles zu schaffen. Bitte, bleib hier bei mir. Was muss ich machen? Ich kann mich nicht nochmal verlieren. Nein. Ich weiß nicht, was ich da machen muss. Abgeschaltet, nur diese Hitzeschilder bewegt. Wir müssen wohl den Leitungen nach oben folgen, Ayla. Okay, krass. Was hier abgeht. Hier kann ich klettern. Ich kann hier runter. Muss erstmal gucken, was ich hier zu machen habe. Kann ich hier... Ne, kann ich nicht. Okay, die Leiter ist wahrscheinlich dafür da, dass ich generell wieder hochkomme. Würde ich mal schätzen. Das ist ja mal mega krass hier. So, okay, okay. Wie komme ich denn am besten nach oben? Also hier sind ja diese komischen Schalter. Ich weiß nicht... Ach, guck mal. Guck mal. Guck mal einer, guck. Aha. Dann kann ich das da... Aha. Guck mal einer, guck. Krass. Kann ich das hier so herumbewegen? Komme ich damit dann nach oben? Oder? Ich würde fast sagen, ja. Sieht doch ganz gut aus. Zack. Hier, genau so. Dafür ist das untere Teil auch noch da, um das abzufangen. Jetzt kann ich hier hoch. Bam. Bam. Wir sind noch nicht bei der Arche. Wir machen so schnell es geht. Ja. Beeilst dich, ja. Ich will der Sekte da nicht unbedingt weitergehen. Ich versuch's, ja. Ich muss weg. Na los. Okay. Ich würde sagen, hier die Schalter drücken wir im nächsten Part. Bis dahin, euch schon einen schönen Tag und tschüss.